Ja, moin Leute, ich bin's wieder mal. Ich habe jetzt von einem Kunden den Auftrag gekriegt, einen Baum schon mal so weit zu topfen, dass er den besser mitkriegt, dass er den besser transportieren kann. Jetzt stellt sich dabei heraus, dass hier noch alte Erde drin ist. Ich hatte schon angefangen und dann fiel mir ein, ich sollte euch besser dazu holen, damit das insgesamt mal gesehen wird. Es ist ein Yamadori, Carpinus orientalis. Die Knospen öffnen sich. Das heißt, es wird Zeit. Und er soll dann ungefähr 200 Kilometer transportiert werden. Und da muss ich halt jetzt handeln. Vorbereitet habe ich schon mal den Teichpflanzkorb. Der ist mit Sphagnummoos, hatte eine Grundschicht, aber ich habe auch Phytotherm und Kokoshumus vorbereitet. Es geht eigentlich im Wesentlichen nur um den Transport, aber wenn möglich soll er ja auch ein Jahr ungefähr in dem Substrat stehen, um sich Wurzeln neu bilden zu können. Verflixt, da ist aber was drin. Das sieht ganz nach einem Grasbüschel aus, den ich natürlich nicht haben will. Da ist was. Okay. Ich würde sagen, ich muss jetzt die alte Erde eben ausspülen und dann mal gucken, wie der Wurzelballen reduziert werden kann, damit ich nachher ein vernünftiges Bild habe. Es sieht nämlich aus, als wäre das ein starker Lehmboden und der wäre ja überhaupt nicht vorteilhaft für unsere, für die hiesigen Bäume jedenfalls nicht. Also heißt es spülen. So Freunde, jetzt sind die Wurzeln gespült. Und es bietet sich eigentlich ein recht annehmbares Bild. Hier oben gibt es einen Wurzelkranz und hier unten gibt es natürlich die dicke Pfahlwurzel. Was übrigens die eigene Art hier aus kroatischen Bäumen ist, man hat es gehört vielleicht. Die haben sehr viel Steine an den Wurzeln. Richtig kleine Felsbrocken. Das scheint ganz natürlich zu sein. Der Dreck ist raus, die Steine sind weg und jetzt ist der Baum viel, viel leichter geworden. Jetzt mache ich hier aber einen herzhaften Cut. Wie sagte Peter Chan so schön in seinem Video, die Pfahlwurzel brauchen die Bäume nicht. Die sind nur, damit sie fest im Boden bleiben. Das übernehme ich mal so. Ich bin auch ziemlich sicher, dass sie die nicht unbedingt brauchen. Okay, jetzt haben wir es hier so weit. Wie gesagt, hatte ich bereits den Draht durchgezogen, um den Baum zu halten, durch den Teichpflanzkorb. Und jetzt gibt es noch ein paar Verbesserungen an der Struktur. Das heißt, zum einen ist die eine starre Wurzel etwas zu lang. Die schneide ich so, damit die Schnittfläche nach unten zeigt. Und hier auch nochmal. Alles andere, und das ist so, quetsche ich jetzt mit in den Topf, geben dem Baum noch ein bisschen Stabilität und so hat er möglichst viel Wurzelmasse behalten. Und das ist für mich jetzt erstmal das Wichtigste, da diese Bäume ja eine weite Reise hinter sich haben. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. So,
Ich hatte das ursprünglich gar nicht geplant zu filmen. Ich kam nur auf die Idee, als ich schon dabei war. Deshalb ist hier alles ein bisschen chaotisch schnell gegangen. So, das ist nicht mehr viel Wackelei. Da ziehe ich auch noch was ein. Und dann gucken wir weiter. So, eine kleine Probe. Sehr gut. So, ein bisschen festziehen. Aber nur ein bisschen, denn ich habe ja vor, den noch ein bisschen höher zu setzen. Ich lasse noch ein bisschen Spiel. Stopf noch ein bisschen was nach. Naja, höher braucht er eigentlich auch nicht. Das ist eigentlich ganz gut so. Das ist in Verbindung mit dem Sphagnummoos. Und der Baum ist fest. Gut. Was machen wir? Auf jeden Fall müssen wir den Baum an sich noch reduzieren. Das ist schon mal klar. Bei jedem Yamadori-Vorgang gehen ja Wurzeln verloren. Bei jedem Ausgraben, wie man auch immer das sagen möchte. Und dem Baum ist damit geholfen, wenn man jetzt das Ganze oben noch reduziert, damit die Wurzeln nicht so viel zu versorgen haben. Aber erst einmal wird der Draht durchgekniffen, die Enden nach unten gebogen. So, leider ist Fibotherm und Kokosmus nass geworden, weil es draußen geregnet hat, was ich nicht gesehen habe. Aber er wird es überleben. Dass die Wurzeln jetzt auf dem Sphagnummoos liegen, ist ganz bewusst gemacht. Denn da hinein werden sie auch sich weiter verbreiten. Zumindest macht die heimische Feinbuche das. Dies ist eine Carpinus orientalis. Und wie ihr seht, wieder mal ein Habitus, der richtig, naja, ich hätte fast gesagt, sexy ist. Aber schauen wir mal. Nur die Wurzeln sind bereits mit dem Sphagnummoos richtig eng verbunden und liegen flach auf. Deshalb brauche ich hier auch nicht in die Zwischenräume großartig was reingeben. Sondern lege das jetzt einfach nur auf. Und für den Transport müsste das ausreichen. So, dass er sicher in Hamburg ankommt. Und da kann der Kollege dann auf jeden Fall seine Mischung noch drauf packen, was aber erstmal wenig Sinn hat. Man hat erstmal dafür sorgen, dass der Baum anwächst. Das ist das Wesentliche erstmal. So. Okay. Prima. Sauerei. Okay. Ich arbeite ungern mit feuchtem Substrat. Ich habe es verpennt. Aber gut, heute Nacht hat es noch gefroren. Trotzdem zeigen sie Knospen, die Hainbuchen. Die orientalischen Hainbuchen.
bin sicher, dass das ein sehr interessanter Baum wird und ich hoffe, dass man mich da aus dem fernen Hamburg immer so ein bisschen auf dem Laufenden hält und mir hier wieder mal ein Bildchen schickt, was daraus geworden ist. So, jetzt geht es eigentlich nur noch um das Reduzieren. Reduzieren, wie gesagt, damit die Wurzeln es leichter haben, sich zu etablieren und den Rest oder die Reste des Baumes zu versorgen. Er ist ja sowieso nicht so ganz besonders groß, aber er hat schon eine tolle Art. Ach, hier, siehst du, da ist noch ein Stück alte Rinde, ist das nur. Hä? Nichts weiter. Ah, da ist eine kleine Verletzung, allerdings mit Kallus. Cool. Ich werde zum Schluss noch mal zeigen. Vielleicht noch ein bisschen anders setzen. So, und wie gesagt, jetzt geht es um die Reduktion. Ich nehme an, ihr habt gerade die WhatsApp-Nachrichten gehört, wenigstens. Ich habe sie jetzt schnell gelesen. Also, mein Anteil zur Challenge Heimbuche ist in Kroatien gerade verpackt worden und wird in den Versand gebracht. Gott sei Dank. Dann stehe ich wenigstens nicht mit leeren Händen da. So, ja, initiiert man sowas und dann hat man selbst gar nicht genug. Okay. Hier einfach nur hinter jeweils einer Knospe abnehmen. Abgeholt wird der Baum erst am Samstag. Deshalb kommt er gleich wieder auf den Balkon, sobald ich hier fertig bin. Das hier ist ein junger Trieb. Eigentlich kann man den gar nicht gebrauchen. Ich will aber dem neuen Eigentümer jetzt keine Option nehmen. Jetzt will ich mal gucken, der ist nämlich lebendig. Und hat so ein paar schlafende Knospen. Okay, und dann nehme ich ihn da ab. So, hier ist irgendwo ein Ast abgebrochen. Ja, schneide ich lieber ganz weg. Oben auch noch ein bisschen. Überall so die Endknospen mal ein bisschen runter. Für eine möglichst bessere Verzweigung. Vor allen Dingen eine Verzweigung, die ein bisschen näher am Stamm ist, damit er glaubwürdiger ist und ein bisschen mehr nach Baum aussieht. So, hier sind noch so ein paar kleine winzige Knospen. Da bin ich ja auch gespannt, wann diese Spezies dann austreibt. So, aber da nehmen wir auch noch was weg. Und da. Noch so. Soweit würde ich sagen, bis auf das da oben. Hier kann man die Äste, die alle noch wieder so hoch wachsen, das ist eine komische Eigenart von dieser Art. Die wachsen im Rund sozusagen. Die kann man aber sehr leicht drahten. Das ist so hauchdünne. Das sind so hauchdünne Äste. Das ist schon genial. Wenn man dann noch sieht, wie klein die Knospen sind, obwohl sie langsam grün werden. Ja, schöne kleine Blätter wird das geben. Da ist auch noch so ein Ding, das nehmen wir auch noch weg, wo ganz viele Knospen dran sind und ich schneide jetzt einfach die längsten Internodien ab, hinter einer Knospe, so dass möglichst kurze Abstände entstehen später vom Austrieb. Hier nehme ich das weg, weil der hier in den Baum reinwächst. Einen kleinen Ast lasse ich nochmal da. So, jetzt kommt er gleich noch auf die
Drehscheibe, damit ihr ihn besser sehen könnt. Allerdings brauche ich ein bisschen Haushaltspapier dafür, denn der ist triefend das. Ach. Deshalb mag ich das nicht so gerne mit dem nassen Substrat, sondern hinterher vernünftig angießen ist eigentlich der vernünftigere Weg. Nun gut, das wird natürlich auch noch passieren, das muss ich dazu sagen, aber dazu müsst ihr nicht zwangsläufig da sein. Das Moos. Mein Sphagnum-Moos ist angereichert mit Mikroorganismen. Die sollen also ein bisschen Leben in diesen Boden bringen und unterstützen dann auch die Bildung von Mykorrhiza zumindest wird es so gesagt. Ich mache es einfach prophylaktisch. Hier haben wir noch so ein paar dicke Kanten, die mache ich auch noch weg. Weg damit. Ach so, das Versorgen der Wunden. Oh, da sind kleine Knospen. Bringt das was? Nein, bringt nichts. So. Das Versorgen der Wunden nehme ich alleine wieder vor. Das ist für ein Video einfach auch zu langweilig. So. Vielleicht ist es erkennbar, wie ich den geschnitten habe hier. Ich hoffe, man kann es so sehen. Ich kann das von hier aus nicht beurteilen. Irgendwie ist auch bei der Kamera das Display ausgefallen. Gut. Oh, da geht noch ein bisschen was. Dann stellen wir ihn vielleicht doch noch ein bisschen fester. Es tropft und trieft und so. Jetzt ist er natürlich auch entsprechend schwer. Und da ist immer der Test ganz gut, ob man den Baum hochheben kann, ohne dass was abfällt. Perfekt. Für mich reicht es so. Wie gesagt, die Wohnversorgung nehme ich vor. Ich lasse ihn ein bisschen trocknen, ein bisschen antrocknen hier noch im Raum. Dann sitzt die Knete da besser drauf. Und ansonsten kann er dann am Samstag auf die Reise gehen. Wir haben jetzt den 18. März. Donnerstag, der 18. März. Und am Samstag wird er abgeholt. Solange bleibt er natürlich auf dem Balkon. Ich werde vielleicht hier noch ein bisschen, das sind so ein paar Moosreste, die kann ich vielleicht noch mit der kleinen Drahtbürste entfernen. Aber nee, das geht auch so. Ja, wunderbar. Ja. Keine Hektik, keine Panik. Sehr gut, läuft. Ach, ihr wisst ja, ne? Wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Und abonniert meinen Channel. Ich bin sicher, es wird sich im Laufe der Zeit ordentlich entwickeln und ich hoffe auch, dass wir zwischendurch mal ein paar Aufnahmen von diesem Baum kriegen, die ich dann wieder einbinden kann. Es verlassen so viele Bäume immer wieder meine Räumlichkeiten. Da bin ich doch oft darauf angewiesen, dass ihr die Bäume zum Teil gekauft habt, mir die dann auch mal wieder zeigt, was ihr daraus macht. Das wäre für mich in jedem Fall interessant und ich hoffe, dass das sich der ein oder andere jetzt auch mal zum Herzen nimmt. Die meisten haben ja meine Kontaktdaten und sind auch leicht per Internet rauszukriegen. Also macht das bitte. So, jetzt, ach genau, die Rundumsicht. Ich mache es jetzt ganz einfach. Oh, das läuft gar nicht so doll. Ich stelle mal alles an die Seite und zeige den Baum mal in seiner vollen Pracht, bevor ich die Wunden gleich versorge natürlich. Ist schon klasse, ne? Krass, wie die Stämme sich entwickeln, ne? Also
bin da voller Zuversicht. Vor allen Dingen sehe ich auch verschiedene winzige Knospen, schlafende Knospen. Aber die kommen noch. Cool. Also die hat jetzt echt einen Stein im Brett bei mir. Und ganz viele Steine an den Wurzeln. Okay, wie gesagt, Daumen da lassen, meinen Channel abonnieren, guckt bei Frank Abing rein, guckt bei Patrick von My Trees in the Pot rein und bei My Bonsai and Coins. Es wird bestimmt eine ganz interessante Saison. Bis dahin. Oder sagen wir so, bis bald. Es wird nicht lange dauern, dann werdet ihr das nächste Video sehen. Es sind nämlich noch etliche Dinge zu tun.